Thank you.
I
Sollte Platon vielleicht noch ein bisschen mehr 3 Punkte Wurftraining machen. Da haben wir jetzt einen langen Pass und einen langen Pass auf der Clinton-Kader. Platon hat Schinzen einen Foul gekriegt. Und der Schiedsrichter Mazzoni tut sich jetzt hier besprechen mit seinem Kollegen. Trop zählt nicht. Das heisst, es wird 2 Freiwürfe geben. Er hat zum Erklären, ich denke, dass er das so eingeschätzt hat, dass er nach dem Foul noch geworfen hat, obwohl er in einer Wurfbewegung war. Und der Pfiff ist gekommen und dann hat er gefoult. Also darum denke ich, ist das korrekt. Jetzt geht der Clinton raus, Nummer 33 dafür und das 4 rein von San Masanio, der Dunas Thomas. Auch aus den USA, Jahrgang 92 auf der Position 2. Da hat jetzt aber der Harry den Ball abgefangen, aber leider wieder verloren. Dafür kriegt er jetzt gerade einen Dreier. Keine Defense ist rum. Dass keine Defense rum an der Dreipunktlinie ist der ganz, ganz grosse Schwachpunkt von den Star Wings in dieser Saison. Das heisst, der Gegner hat sehr, sehr oft einfach die freie Wurfbahn gehabt. Und jetzt, wie Sie auch gesehen haben, der Chris Harris hat nicht getroffen und der Masanio hat eine defensive Rebound geholt. Sie haben den Ball sich wieder zurückgeholt und von den Star Wings hat niemals, aber auch gar niemals Anstalten gemacht, hier einen offensiven Rebound zu machen. Nur damit wir hier die Begriffe gut erklärt haben, der Seidweibel in der im Ecke, aber es hat wieder nicht gelangt. Dafür holt der Marco Mladjan der defensive Rebound und geht der weiter Pass. Nummer 1 übrigens, der Isaiah Williams. Ich sage jetzt einmal so, das ist eigentlich noch ein bisschen
speziell die Starwings haben auch ähnliche Gelegenheiten, frei an der 3-Punkt-Linie zu werfen. Nur offensichtlich habe ich mein rein subjektives Gefühl, dort den Gegner mehr 3 Punkte üben als die Starwings. Aber das werden wir ja nachher sehen, wenn wir dann auf die Statistik gehen. Und die wird ja auch laufend live gemacht. Jetzt habe ich ein kleines Problem mit dem Computer, Ihnen das erklären wollen, aber der Computer ist mir gerade stehen geblieben. Ich hoffe, ich komme noch dazu, Ihnen das zu erklären mit der Statistik. Hier haben wir jetzt eingeblendet. Die Statistik finden Sie, wenn Sie auf swissbasketball.ch gehen. Dann haben Sie oben durch, wenn Sie die Nationalliga an Swiss Basketball League aufrufen, können Sie es anklicken und können da die Live-Statistik live mitverfolgen, parallel auf dem Computer nebenan, und dann sehen Sie natürlich immer, was im Moment gerade am Laufen ist. Ich habe das vorher kritisiert mit der 3-Punkt-Trefferquote. Star Wings sind im Moment bis 27% Trefferquote, und das ist eben der Unterschied. Massagno ist bis 57%, und das ist natürlich auch, gut, das hängt zum Teil auch von der Tagesform ab. Und jetzt haben wir hier gesehen, der Chris Harris, der reingedankt ist und aber nicht getroffen hat, aber der Christian Rohler hilft ihm hier mit einem offensiven Rebound, einem Tipp in, und da werden wir natürlich gespannt sein, wie viele offensive Rebounds denn natürlich gemäß Statistik der Christian Rohler dann wird haben, wenn wir jetzt das Ganze anschauen und studieren. Da ist er im Moment, ist er, ja, ich sehe in der Statistik nämlich noch nicht. Jetzt haben wir eine Aktualisierung gemacht und bis jetzt hat er noch keinen geholt. Und das müssen wir einmal diskutieren mit den Statistikern, die das natürlich für den Club machen. Und es ist natürlich so, wenn Sie schon einmal einen NBA-Match geschaut haben, dann sehen Sie natürlich bei einem NBA-Spiel, dass da etwa 20 Leute in Reihe und Glied sind. Und wenn Sie da, ich sage jetzt einmal, bei uns in der Liga sind, sind es 2 Personen. Wir sind hier jetzt wieder, sorry, dass es hier Unterbruch gegeben hat. Der Regisseur hat hier Instruktionen gegeben, die ich natürlich müssen befolgen musste. Und hier haben wir jetzt einen Block gesehen. Jetzt hat Christian Rohler einen Foul bekommen, hat zwar einen Foul gemacht, an dem Arm, den er nicht geworfen hat, der Ball ist schon reingegangen, und das ist ja das, was ich seit ich sag jetzt einmal Anfangssaison kritisiere, dass eigentlich die grossen Spieler unter dem Korb konstant abgeklemmt werden. Es ist kein Powerplay mehr wirklich unter dem Korb. Schauen Sie mal, wenn Sie Euroliga schauen, was hier gestossen und gehabt und ja, ich sage jetzt mal, gefightet wird unter dem Korb, und wenn man da, das ist sehr, sehr schade. Aber ich kann Ihnen sagen, das ist auch ein Thema, das sicher wird thematisiert werden. Das Nummer 18 von Sam Massagno hat jetzt hier den ersten Freiwurf nicht getroffen. Das Nummer 18,
der Antonio Ballan, auch aus den USA, mit 1,94 m groß, kommt von Fribourg Olympique von der letzten Saison. Aber es hat schon andere Spieler gegeben, die bei den Freiwürfen nicht so stark waren. Nehmen wir jetzt schon nur NBA-Spieler wie der Shaq O'Neal, der auch große Probleme hatte, der eine Maschine und ein Monster war und am Korb. Aber wenn es darum ging, einen Freiwurf zu werfen, hat er ein riesen Problem gehabt. Und jetzt hier wieder ein Dreier. Meine Damen und Herren, wir sind jetzt am Ende vom ersten Viertel. Wir sind zurück im zweiten Viertel, meine Damen und Herren. Der letzte Wurf, den ich noch gesagt habe, sei rein, ist offensichtlich nicht gezählt worden. Und wenn Sie jetzt die Mannschaft anschauen, dann sehen Sie mit der Nummer 22 bei den Star Wings, Juan Bussena, auch mit Jahrgang 2002. Sie sehen mit der Nummer 31 der Eusebio Galle, auch hat Jahrgang 2004. Und Sie sehen der Platon Paschkevic mit der Nummer 27, ebenfalls mit Jahrgang 2004. Da hat man durchaus auch ein Foul können pfiffen. Aber da hat man anders entschieden. Und was natürlich dazu kommt, zu den drei Spielen, die ich Ihnen jetzt gerade gesagt habe, alle drei Spiele zusätzlich noch beim BC Bären in der Nationalliga B. Chevy gesehen, der hier nicht ganz können abschliessen konnte. Sein Nachname ist ellenlang. Ich tue Ihnen das nicht jedes Mal zumuten, dass Sie bei mir das zuhören. Ich tue es einfach, ich nenne ihn einfach beim Vornamen. Wenn vielleicht auch die jungen Herren, die jetzt hier die drei auf dem Feld sind, ich sage jetzt einmal, die Offensive noch ein bisschen kritisch ist, weil sie eben neu sind,
muss ich sagen, dass doch ihre Rotation in der Defense besser ist. Da haben wir jetzt gerade den Chevy gesehen mit einem tollen Dreier. Er hat auf 22 zu 34 Hölz, 12 Punkte Rückstand. Ist nicht so schlimm. Und ich sage jetzt mal, die jungen Wilden, die hier gute Defense machen. Da sehen wir jetzt den Platon mit einem tollen Dreier. Endlich. Und wissen Sie auch, wieso das jetzt das reingegangen ist. Nämlich schauen Sie bei der Werferrahmung so auf die Handgelenkbewegung. Wenn das Handgelenk wirklich so ganz vorbildlich gegen Abend geht, in die Vorbeine, dann gibt es einen guten Wurf. Hier im Bild sehen wir die Starwings bei der Teambesprechung während dem Timeout. Am Anfang des Matches habe ich Ihnen erzählt, dass der Dusan Mladjan mit Jahrgang 1986 rechnen sollte ich natürlich können, nämlich 38 Jahre alt ist. Und wie gesagt, er ist mit 38 der Mobilia Topscorer vom Zweitplatzierten. Das heisst, Mobilia Topscorer zu sein, das ist man nur in der Swiss Basketball League, wenn man am meisten Punkte erzielen pro Team. Und da sehen Sie ihn mit der Nummer 0. Alle haben ein 0 und wenn sie auf dem Feld sind, ein Stern auf dem Rücken. Und der Mladjan Dusan ist schon Spieler in seinen Anfängen, wo ich Trainer war, selber noch damals von den Starwings in der Nationalliga A. Nämlich in den Jahren 2004 bis und mit 8 hat der Dusan Mladjan schon als Jungspund, sage jetzt einmal, hier tolle Arbeit geleistet kann. Er war immer ein faszinierender Spieler gewesen, und man schaut ihm gerne zu. Er ist natürlich auch bei Sam Massagno jetzt hier natürlich der Schwachpunkt in der Verteidigung, weil er würde nämlich so hart verteidigen, wenn er auch angreift. Er könnte wahrscheinlich nicht mehr laufen nach 10 Minuten. Aber das weiss man auch und das ist natürlich auch nicht so schlimm, weil natürlich bei Sam Massagno, das sehen Sie immer wieder, die sämtliche, ich sage jetzt einmal, Aktionen hier kompensiert werden durch ihr grandioses Offensivspiel, das sie haben. Und jetzt ist hier der Said Weibel, es ist übrigens unglaublich, wie nah mit einem 1,90 Meter hier geht, Rebound holen und jetzt der Andreas Nelson noch einen Dreier können machen und die Starwings sind dabei, also das muss man ganz klar sehen. Gegen einen Zweitplatzierten, da ist ein bisschen streng, oder? Weil da sind, ich sage jetzt mal, rund 150 Kilo gegen etwa 80 Kilo aufgeprallt und dann hat natürlich der Platt noch keine Chance gehabt, aber kriegt dafür das Foul. Aber das ist jetzt nicht so tragisch. Wobei 150 Kilo ist ein bisschen übertrieben gewesen. Er ist einfach kräftig, sagen wir so. Es ist recht viel Muskelmasse. Platon Paschkewitsch übrigens jetzt das zweite persönliche Foul. Wenn Sie die Anzeigetafel würden sehen, in der Sporthalle würden Sie sehen, dass dort zwei Lämpchen aufleuchten. Und da sehen Sie oben rechts, wie es blinkt. Dass, ich probiere Ihnen die verschiedenen Sachen, die hier im Basketball doch zum Teil recht kompliziert sind, zu erklären. Und wenn Sie natürlich dann Fragen haben, können Sie auch auf office@damens.ch Fragen schicken und sagen, was passiert denn da eigentlich auf dem Basketballfeld. Das haben wir jetzt den Weibel gesehen, der hat werfen wollte, aber nicht zum Wurf gekommen ist, aber für einen Korb ablegen oder Korbleger, wie man das nennt, hat wollte machen. Und Massagno verliert den Ball wieder und dann haben wir eine Notbremse Foul, wo aber der Schiedsrichter hier gar nicht als unsportlich taxiert. Es ist einfach ein bisschen Tappung dazwischen gelangt gewesen. Da haben wir gesehen, wenn er jetzt den Ball geholt hat,
Und es war ja auch nicht wirklich unsportlich, sondern es war einfach ein Stoppfoul. Unsportlich wird im Basketball ein Foul erst dann taxiert, wenn man wirklich offensichtlich von hinten, das ist ganz klar, massiv von der Seite, je nachdem, tut doch jetzt, ist doch schlussendlich, nein, es ist ein unsportliches Foul taxiert worden. Und das ist der Grund, das sieht man darum, weil niemand zum Rebound an der blauen Zone steht. Würde dort jemand stehen, wäre es das nicht. Und durch das es niemand steht, kann der Anders Nelson hier einwerfen. Und in so einer Situation gibt es zusätzlich als Strafe für den Gegner natürlich noch Einwürfe zu Darwings. Das heisst, wenn der Schiedsrichter ein Foul als unsportlich taxiert, dann kann man, das wäre jetzt noch spannend übrigens, da die ganze Situation zu sehen. Jetzt sehen wir da, wie der Chris Harris zum Korb geht. Da wird er von hinten gefällt, aber umgekehrt geht der Spieler von Massagno und verliert dann gegen den Seid Weibel einen Foul und der Weibel wird noch bestraft mit einem Foul. Also da müssen wir das relativieren. Sagen wir dem so, wir wollen ja nicht schimpfen. Sehr gerne ja mir und der Herr Mazzoni ist ein äußerst sympathischer Schiedsrichter. Gibt sich wirklich sehr große Mühe, eine tolle Einstellung auch zum Spiel. Ah, 30 zu 38. Da hat jetzt Chris eher den Ball ein bisschen. Das geht unsportlich. Das geht unsportlich, das werden Sie sehen. Weil er im Wurf war, er ist jetzt im Wurf, gibt es sowieso zwei Freiwürfe, das ist klar. Der Schiedsrichter so eine, sage jetzt eine Umarmung von seinem eigenen Unterarm über dem Kopf gemacht, heisst das unsportlich, das hat jetzt der Schiedsrichter gemacht. Und das wird zwei Freiwürfe geben für Massagno Plus. Und das kommt dann zusätzlich eben an Strafe dazu, Einwurf an der Seite. Das heisst, wenn man einen unsportlichen Foul, wenn so etwas passiert und das pfiffen wird, hat natürlich der Gegner die Möglichkeit, jetzt die zwei Freiwürfe zu machen und dann zusätzlich beim Angriff, wenn sie wieder Einwurf haben, noch weitere, weitere zwei Punkte. Das im schlechtesten Fall kostet ein unsportliches Foul, wenn der Gegner sehr erfolgreich ist, zwei Freiwürfe plus ein Dreipunkt. Man kann also in dieser Liga, und das Niveau ist ja eigentlich hoch und Leute sind auch fein dazu, bis zu 5 Punkte aufgrund von einem unsportlichen Foul verlieren. Und nur man sollte natürlich die Freiwürfe treffen. So wie wir jetzt gesehen haben, sind sie natürlich nicht reingegangen. Immer noch 30 zu 39. Und der Harris mit einem weiteren Dreier. Noch 4 Minuten und 48 sind die Spiele in der ersten Halbzeit. Hier im Spiel zwischen den Starwings und Spinelli Massagno. Spinelli Massagno zurzeit am zweiten Platz, auf dem zweiten Platz, hinter Fribourg Olympique. Aber die Swiss Basketball League Meisterschaft wird sehr, sehr, sehr spannend werden. Weil man hat auf dem ersten Platz Fribourg Olympique, wo bis jetzt ein Spiel verloren hat.
Dann haben wir Spinelli Masanio mit 7 Spielen verloren, Genf mit 7 Spielen verloren und Böwe Riviera eigentlich die grosse Überraschung, aber nicht wirklich, weil der Jonathan Dubas, der auch wirklich ein toller Nationalspieler war, anspielt bei Böwe und ist natürlich dort das 0 plus Ultra. Er ist der Mladjan Dujan von Böwe. Und da wird kein Foul pfiffen, vermutlich ist es auch keins gesehen. Da sehen wir jetzt, wie der Anders da lieber nichts macht und der andere zum Korb spaziert, 36 zu 49. Es wird ein ganz spannender Schlusssport werden in der Swiss Basketball League, vor allem was die ersten vier Plätze betrifft. Eigentlich personell besetzt am besten ist Genf, Lyon de Genève, die Mannschaft von Dragan Andrejevic, ist natürlich das Team, das auf allen Spielpositionen zwei hochkarätige Spieler in ihrer Reihe hat. Also er, sagen wir mal, spielt eigentlich mit zwei Mannschaften in der Nation. Hier sehen wir gerade, wie die Junioren vom FC Biersfeld sich in die Sporthalle geschlichen haben. Und hier jetzt nach ihrem Training, wo sie gerade 100 Meter nebenan haben, noch der Schluss vom Spiel Star Wings gegen Masanio können wir schauen. Hier haben wir drei Schiedsrichter. Jawohl, oh, da ist auch wieder so ein langer Name. Der Papa Iannanu und der Davi Mazzoni und der Martin Schaub, die bis jetzt einen guten Job gemacht haben. Auch Kleinigkeiten, das gibt es immer wieder. Auch die Spieler sind nicht perfekt. Ich sage immer, wenn die Trefferquote vom Schiedsrichter pfiff, ist relativ hoch. Also wenn die Trefferquote vom Spieler auch so hoch wäre, die vom Schiedsrichter pfiff, dann hätte man kein Problem in der Spiel. Hier übrigens ist jetzt der nächste Spieler mit der Nummer 12 auf dem Feld, der ebenfalls beim BC Bären im Einsatz ist. Und jetzt haben wir erneut den Chevy, der hier für die Star Wings 2 Punkte macht. Eine ganz tolle Person, eine ganz gute Seele. Kämpft im Moment noch mit seiner Fitness, aber hat wirklich alles gegeben, um hier einigermaßen mitzuhalten. Und sein Engagement ist gut. Hier ist jetzt eher ein ungeschicktes Foul von Christopher Harris. Ist das der Steinemann, der am Boden liegt? Jawohl, das ist der Steinemann. Hoffen wir, dass es nicht schlimm ist. Auch der Steinemann, ein ganz toller Spieler übrigens. Wie gesagt, auch Masanio auf verschiedenen Positionen hochkarätig besetzt, wenn wir jetzt schon noch schauen, dass der Steinemann und Mladjan-Brüder auf dem Feld sind. Das könnte ja die halbe Schweizer Nationalmannschaft sein. Im Übrigen werden wir heute den Jerome Domingos nicht gesehen auf dem Basketballfeld. Er hat sich verletzt am letzten Spiel am Fuß. Er hat sich Bänder umgenickt, also den Fuß umgenickt. Die Bänder werden hier jetzt noch ein bisschen cooler sein. Nachdem er schon an der Schulter ein Problem hatte, jetzt das mit den Bändern, hoffen wir, dass der Jerome Domingos, wenn er dann die Saison fertig ist, sich da wirklich toll vorbereiten kann für die kommende Saison und dann auch fit ist. Und da ist jetzt der Dennis auf der Pizzeria zu wenig schnell gewesen, wo er rund um den Korb durch ist und er ist geblockt worden. Da hast du von der Größe her keine Chance, weil natürlich der Marco Mladjan mega groß ist. Da hat jetzt der Harris den Ball verloren. Und da haben wir jetzt Anders Nelson, ein weiter Pass, aber er hätte nicht können abpassen. Und da war jetzt ein No-Look-Pass.
mit einem weiteren Dreier von Nelson. Es ist noch lustig, was der jetzt hier gemacht hat. Zwei Dreier hintereinander. Es ist Open. Da nimmt jetzt Masanjo Timeout 44 zu 52. .44-52, noch rund 2 Minuten 33 zum Spielen. Wenn wir uns hier in der Statistik breit machen, die Damings haben mittlerweile eine Trefferquote bei den 3 Punkten von 50%. Die Hälfte sind rein, nämlich 10 von 20. Und ebenfalls bei 50% Trefferquote sind Spinelli Masanjo mit 7 von 14. Unterdessen hat der Roller mindestens einen Rebound gekriegt, was nicht ganz stimmen tut, weil er hat sicher etwa 4-5 gehabt. Und die Starwings haben aber insgesamt etwa 15, nehmen wir ab. Die Beurteilungsfehler sind auf der beiden Seiten gleich, dann stimmt das natürlich mit 15 zu 23 plus minus eben schon. Das ist jetzt ein bisschen komisch gelaufen. Wieso jetzt da, was der Harris da mit dem, was der Nelson da mit dem Ball gemacht hat, hat ein bisschen zu lang gehalten. Das ist ein bisschen ungeschickt gewesen. Sollte der Ball ein bisschen mehr laufen lassen. Dafür tut jetzt der Chevy noch einen 3-Punkt-Versuch machen. Hat er nicht geholt. Dafür holt er nochmals die offensive Rebound. Tankt sich jetzt mit seinem Ball gegen das Nummer 17 zum Korb. Sie stoßen einander. Dreht sich und wirft, aber er trifft nicht unter. Vladjan Dušan will zum Korb gehen, er wird hier notfallmässig gebremst. Man könnte das auch als unsportlich pfeifen. Das hat der Schiedsrichter jetzt auch als unsportliche Notbremse taxiert. Und jetzt kommen wir wieder zu dieser Situation, wo er 2 Punkte machen kann bei den Freiwürfen und im besten Fall noch einen Dreier beim nächsten Angriff, wenn sie dann den Ball bei der Seite zum Einwurf bekommen. Und man kann nicht wirklich annehmen, dass der Dušan Mladjan verschießt. Wenn er einen guten Tag hat, macht er nachher noch den Dreier und dann werden sie sehen, dass man eben mit so einem unsportlichen Foul zwar erreicht, dass der Gegner nicht zum Korb geht und sag jetzt mal 2 Gratispunkte kann machen, aber auf der anderen Seite kommt ein Risiko ein, dass man effektiv 5 Punkte kann kassieren. Das werden wir jetzt gerade sehen. Was das? Das hat jetzt keine 5 Punkte, aber 4 gegeben. Also das heisst, sie haben den Ball nochmal gehabt. Und jetzt hat es doch 4 Punkte gegeben für den Gegner nach dem unsportlichen Foul. Da fragt sich Amix, ob man nicht wirklich lieber den Gegner zum Korb lotieren. Das war irgendein schlechter Fehlpass gewesen. Aber meine Damen und Herren, wir sehen uns wieder in rund 12 Spielminuten. Sie sehen die Highlights von der ersten Halbzeit im Endlos-Stream, der sich immer wiederholt. Und genießen Sie das. Bis in 12 Minuten sind wir wieder zurück. Dankeschön.
44 zu 58. Der Stand nach der ersten Halbzeit spricht nicht unbedingt für die Defense von den Star Wings. Und da sehen wir natürlich schon auch beim Punkt. Die Defense von den Star Wings ist ein Schwachpunkt. Hoffen wir nicht, dass es 58 mal 2 gibt, weil das wäre dann wirklich zu viel. Das wäre dann wieder 116 Punkte. Und da ist jetzt der Weibel spät gewesen. Wenn er so eine, ich sage jetzt einmal, Zonenpressing will machen und die zwei gehen doppelt, dann muss er natürlich. Sonst nie. Der Dusan Vlacan Alailo, jetzt wirft er für den Marco einen Dreier und der Marco Vlacan ist hier natürlich prädestiniert zum Treffen. Und da ist so ein komischer Diagonal- und Querpass vom Harris, der direkt in die Hände der Masanio-Spieler gegangen ist. Also auch, ich sage jetzt mal, bei dem Ballverlust ist das jetzt nicht immer optimal gelaufen. Wenn wir die Turnovers anschauen, dann ist das aber gemäß Statistik. Jetzt wollen wir gerade schauen, ob der erfasst worden ist. Es sind immer noch 7, es sind natürlich jetzt natürlich 8 Turnovers. Dort sehen wir gerade, wie der Harris zwar einen guten defensiven Rebound holt, aber hier von Marco Mladjan gehabt wird. Und der Schiedsrichter hat das natürlich gepfiffen. Am 16. März kommt es wieder zu einem Doppel-Event. Wir sagen dem Doppel-Event, weil auch der BC Bären mit seiner Nazi-B-Mannschaft hier in der Sporthalle Birsfelden spielen wird. Da sollte man natürlich dann die Dreie treffen und nicht auf den Gegenangriff der 38-jährige junge Mann Alailo, wo dann, da sehen wir es jetzt in der Wiederholung, zum Kopf geht und dann auch noch einen Foul macht, damit er in so einer einfachen Situation 3 Punkte machen kann. Wie gesagt, am 16. März, das ist nach meiner Einschätzung ein Samstag, wird es in der Sporthalle Birsfelden 3 Spiele geben. Am 12. spielen die U18. Und zwar gegen den BC Divaz, das ist eine Mannschaft aus Zürich. Und am 14.30 spielt der BC Bären in der Nationalliga B. Übrigens auch gegen eine Mannschaft aus dem Kanton Zürich, nämlich den BC Winterthur. Und dann 17.30 spielen die Star Wings gegen Puy Lausanne. Und sie haben hier nochmal Gelegenheit mit 3 Spielen alle Kategorien von der U18, Nazi B, Nazi A, an einem Tag können zu genießen. Kommen Sie also in die Halle und dann Sie die jungen Spieler unterstützen. Da hat der Said Weibel wohl die Größe vom Nummer 33 unterschätzt. Nummer 33 ist gross. Nummer 33 ist nämlich 2 Meter und 6 groß. Und da haben wir den Dreier von Chris Harris, der auf 51 zu 63 verkürzt. Wie gesagt, also wenn es die Verteidigung von den Star Wings nicht so schlecht wäre und es so eine einfache Ballstaffette möglich gewesen wäre, wie sie jetzt gerade gesehen haben, da, dann könnten sie nämlich noch recht gut mithalten, hier auch gegen eine Zweitklassierte. Da muss ich sagen, wird natürlich hoffentlich denen nicht der Schnuff ausgehen, jetzt hier im dritten Viertel. Das dritte Viertel bekannterweise immer eine kritische Phase im Spiel, wo die Spieler, ich sage jetzt einmal, vielleicht ein bisschen unkonzentrierter sind, wenn sie schon viel voraus sind. Oder aber auch Trainer ihre sogenannten Starspieler, die ihn schonen, wenn man es natürlich erlauben kann.
Da haben wir jetzt den Harris, der es nochmal probiert, aber der ist jetzt vorne am Ring, ist auch jetzt weit hinter der Dreipunktlinie gewesen. Wie gesagt, das dritte Viertel aus Sicht vom Spieltaktischen ist natürlich so, entweder schon seine besten Spieler. Und das, was wir jetzt gerade gesehen haben, schauen Sie es jetzt nochmal, der Pass aufs Vieri und der Weibel, der keine Chance hat, das geht natürlich nicht, wenn Größe fehlt. Und bei den Star Wings fehlt eindeutig Größe unter dem Korb. Die wäre hier gesehen, wenn der Ilja Vranic nicht aus gesundheitlichen Gründen ausgefallen wäre. Die wäre auch hier gesehen, wenn der Kevin Montero nicht aufgehört hat mit Basketball aus persönlichen Gründen. Aber eben, das ist das, was den Star Wings natürlich fehlt. Das ist ein ganz grosses Handicap. Da sehen wir jetzt auch wieder, was will Chris Harris gegen einen 2,6 Meter Mann macht. Chris Harris, der knapp etwa 1,88 groß ist, hat gegen einen Mann, der 20 cm grösser ist, keine Chance und kann eigentlich ihn nur hindern am Abschluss mit so einem Foul, wie wir jetzt gerade sehen, wo auch vom Schiedsrichter korrekterweise natürlich gepfiffen worden ist. Nummer 33 hat der erste jetzt nicht reingemacht, aber von der Wurftechnik her wäre es eigentlich noch ein begnadeter Werfer, aber er hat jetzt hier nicht getroffen. Der Christian Roller hat den Rebound geholt. Und da haben wir jetzt einen Hüftcheck von Marco Mladjan am Andreas Nelson. Es war eigentlich ein banales Foul gewesen. Das kommt auch darauf an, wie der Match ist. Man könnte so etwas auch laufen lassen, obwohl es ein Foul war. Und man kann es aber auch ohne Probleme natürlich als Foul pfeifen. Aber es sind eben genau die Sachen, die das Ganze ein bisschen weich machen. Und jetzt Christian Roller. Er ist natürlich schon in der Luft der Kapazität. Und hat jetzt das schön versenkt. Und der gute Pass vom Jimmy of the Roller. Und die Starling sind immer noch dabei. Mit 12 Punkten minus ist das nicht tragisch. Sie sind jetzt übrigens in einer Raumverteidigung, Zonenverteidigung. Da haben wir jetzt gesehen, wie sich unser 38-jähriger Senior reintankt. Gehen wir mal über die Mitte, weil sonst da sollte man natürlich das nicht so leger nehmen. Aber der JV nimmt das nicht mit Absicht leger. Da sehen wir jetzt wieder, wie der JV einen Foul am Nummer 33 macht. Also zu seinen 2,6 Meter wird er auch noch ein paar Kilo haben. Und er wird eine Maschine sein. Aber man sieht es aus seiner Körperhaltung. Es ist das Offen und Abrennen. Wird ihm da körperlich und konditionell recht zusetzen. Also dürfte jetzt hier wahrscheinlich gleich mal ausgewechselt werden. Der Chris Harris ist ausgewechselt worden und der Juan Büssenach kommt aufs Feld. Star Wings jetzt noch mit zwei ausländischen Spielern im Einsatz. Und für den Clinton Keith ist da wahrscheinlich der Schnuff ausgegangen, weil der Ball vorne an den Ring getappelt ist. Aber er hat wahrscheinlich da jetzt wenig Energie gehabt, kämpft sich zurück. Da hat jetzt der Juan Büssenau den Ball zu Leger gehabt. Und erwartungsgemäß, wie ich das prophezeit habe, wird der Nummer 33 mit dem Nummer 18 ausgewechselt.
weil ihm vermutlich schlecht und einfach der Schnuff aus ist. Ist jetzt Nummer 22, wo das Damings recht geflogen. Hoffen wir, dass er aufs nächste Jahr noch ein paar Kilo an Muskeln zunimmt, damit er hier stehen bleibt, wenn einer kommt. Und dann dürfte das gut rauskommen. Sein Engagement ist sehr toll, was er hier leistet für das Team. Ist erneut ein schlechter Pass direkt in die Hand vom Gegner. Der Margot Mladjan holt den Rebound, der Pass am Büssenad und der Foul vom Nummer 1 am Andres Nelson, der hier gefeilt worden ist vom Isaiah Williams, auch ein Spiel aus den USA. Hier haben wir bitte Sam Massagno, haben wir eben das Nummer 1, das aus den USA kommt. Wir haben das Nummer 18, der aus den USA kommt, und das 23 sowie das Nummer 33. Im Basketball gibt es allerdings eine Regel. Und die sagt 3 plus 1. Das heisst, man darf am Spiel selber darf man 4 Spieler haben, wo man darf 4 Spieler haben, wo jetzt schauen wir doch, was ich sehr klar sehe. Noch, da sehen wir jetzt. Ja, wenn wir das nochmal anschauen, genau. Also der Korb hat gewackelt, weil der Gegner am Korb war. Das ist auch so eine Diskussions... man kann das diskutieren, was jetzt hier gepfiffen worden ist. Er hat sich am Korb gehangen. Es ist schon wegen dem hat er das nicht kriegen. Das war absolut unnötig gewesen. Aber es ist nicht genau erkennbar, ob es ein Foul war vom Roller oder nicht. Der war zwar gar nicht einverstanden gewesen. Es hat einfach ein bisschen tragisch ausgesehen, aber tragisch ist es gar nicht gesehen. Und er hat jetzt nicht reingemacht, die zwei. Und der Javi hat können den defensiven Rebound holen, hat er nicht gemacht. Wie gesagt, die Regel ist die im Basketball. 3 plus 1 heisst, man darf 4 ausländische Spieler haben. Also man darf 4 Spieler haben, die nicht in der Schweiz ausgebildet sind. Gemäss EU-Recht. Und das zählt in dem Sinn eben auch hier in der Schweiz, ist es so, dass man nicht nach Nationalitäten unterscheiden darf. Es gibt im Schweizer Basketball gibt's ein Reglement, das sagt, in der Schweiz ausgebildet, als ist man dann, wenn man vor dem 18. Lebensjahr während 2 Saisons als Junior Lizenz hat, dann zählt man als in der Schweiz ausgebildet. Das war jetzt eher ein konzeptloses Umeinandergetrippel in der Offense. Also in der Offensive von den Starwings. Es war nicht viel gesehen. Der Jean-Juan Bussenat hat nicht getraut, zum Korb durchzubrechen. Und außen hat man hier Positionen gesucht zum Werfen. Dafür hat jetzt Starwings den Ball wieder zurück. Also, wie gesagt, in jeder Mannschaft ist es erlaubt, mit vier ausländischen Spielern zu spielen, indem man das spezifiziert. Das heißt, mit 4 Spielern, die nicht in der Schweiz ausgebildet worden sind.
und das sind jetzt 4 US-Spieler bei San Marzano. Bei den Star Wings sind das... Oh, wow, 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 wow. Der Juan Bussenan macht einen Dreier und verkürzt wieder auf minus 10. Es ist eigentlich ein tolles Resultat am Ende jetzt hier vom 3. und 4. Star Wings stehen sich wirklich sehr toll. Das ist schon wieder ein Fehlpass und das ist ein Schrittfehler gewesen. Und da hat der Javi Glück gehabt, dass der Fehlpass gefolgt wird von einem Schrittfehler vom Gegner. Einwurf gibt es nicht unter dem Korb, obwohl das am nächsten gewesen wäre. Und zwar genau aus dem Grund, weil man auch will demonstrieren, dass es eben keine Punkte gewesen sind. Ja, es hat spektakulär ausgesehen. Man hätte natürlich auch einen Foul pfeifen können am Side Weibel, der doch ein bisschen die Balance verloren hat. Und die Jury gehen jetzt hier auf den Fernseher schauen. Da werden sie wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht genau, was sie gehen schauen. Es war ja klar gewesen, 24 Sekunden ist abgelaufen gewesen, wo der Ball wieder zurück ist zu der Star Wings. Sie werden jetzt schauen, ob der Ball am Ring ist. Ich nehme an, sie wollen schauen, ob der Ball am Ring ist, weil dann wäre der Abpfiff von den 24 Sekunden nicht berechtigt gewesen. Aber das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Ich habe den Eindruck, der Ball ist nicht am Ring gewesen, sondern der ist übers Brett hinten runter. Und darum ist das Stoppen von den 24 Sekunden korrekt gewesen. Wieso es jetzt das kein Drehpunkt gibt, ist für mich ein Rätsel. Das muss jetzt alles, können wir vielleicht das, haben wir hier die Repetition nochmal sehen, die Repetition, haben wir keine Wiederholung, oder? Ja, man muss sich auch logisch überlegen, weil auf der Uhr ist noch rund etwa 1 Sekunde gewesen, oder? Da den jetzt die Schiedsrichter wieder auf Formalismus machen. Ich frage mich, was das soll. Es wird jetzt hier nachgeschaut. Lasst doch die Spieler mit den Trainern schwätzen. Es ist ja kein Timeout. Sie sind nicht draus. Die Trainer sind draus. Die Spieler sind auf dem Feld. Ich verstand die Diskussion nicht. Also man muss sich auch überlegen. Ich meine, jetzt hat der Anders am Schluss 0,6 Sekunden vor Schluss. Kann man ja nicht wirklich davon ausgehen, dass er noch einen Pass gibt. Also hat er irgendeinen komischen Wurf noch wollen? Nein. Damit er kann punkten und nicht passen. Weil wenn er passt, dann gibt es keinen Punkt, garantiert nicht. Oder? Und darum verstand ich nicht ganz, wieso die Intervention vom,
Massagno-Spieler nicht wirklich jetzt drei Würfe gibt, nämlich er ist außerhalb der Dreipunktlinie gefällt worden. Und das ist für mich ein Rätsel, wieso es jetzt das nicht so sein sollte. Und jetzt haben sie nachgeschaut, Schiedsrichter, die Zeit ist offensichtlich fertig gewesen. Das können wir auch nicht mehr schauen, ob das wirklich so zutroffen ist. Aber wir müssen uns mit dem abgeben. Also es ist vermutlich eher darum gegangen, ist es schon abgelaufen gewesen oder nicht. Wie gesagt, der Stand 62 zu 72, hier jetzt am Anfang vom vierten Viertel. Können die Darwings das noch aufholen? Ja oder nein? Sie haben nichts zu verlieren, so spielen sie eben auch. Da haben wir jetzt hier im Replay den Dreipunktwurf vom Schwan Büssen gesehen. Wie gesagt, können die Darwings das noch aufholen? Ja oder nein? Es wird schwierig, vor allem hat bis jetzt Massagno nicht wirklich großartig verteidigt. Aber Starwings auch nicht. Starwings TV-Team heute setzt sich aus drei Leuten zusammen. Das ist Xavier Zbinden, der an der Hauptkamera jetzt oben da ihr Bild ein bisschen näher gezoomt hat. Dann haben wir den Urs Rindisbacher an der Regie und verantwortlich für den Ton, sowie der Pascal Donati am Mikrofon, wo ihnen hier probiert, Informationen zum Spiel zu geben. Da tut jetzt der Said Weibel noch gut daran, in Zukunft seinen Körper anders einzusetzen, damit er auch nicht abgedrängt wird. Aber er hat einen guten Lauf mit seinen Dreier. In der Tat, Spinelli Massagno verliert 24 Sekunden. Das heisst, sie sind nicht in der Lage, innerhalb von 24 Sekunden auf den Korb zu werfen. Da ist jetzt der Roller abgedrängt worden. Auch das hat man als Foul können pfeifen. Aber es ist immer zugunsten in der Regel hier im Zweifelsfall nicht wirklich für die Starwings. Man sollte einfach den Auto Tutonda mit der Nummer 17 nicht beim Dreipunktwurf werfen lassen. Übrigens, der Herr Tutonda Brunel, so heisst er, mit Jahrgang 89, hat auch schon bei den Starwings gespielt. Er ist 2,1 Meter groß. Er ist letztes Jahr beim BBC Monte gewesen.
harte Los von den Starwings ist natürlich das, dass US-Spieler oder ausländische Spieler hier zu uns in die Schweiz kommen, bei den Starwings ihre Karriere lancieren und dann, wenn es gut läuft, weitergehen. Da hat es einige Spieler, die hier ein gutes Beispiel sind. Der, der es am weitesten gebracht hat, Sie müssen es einmal googlen, ist Chris Jones, der damals unter dem Roland Pawlowski, der auch Trainer war, bei den Starwings hier bei uns als Aufbauer gespielt hat. Und heute mit einem Millionensalar in der ersten spanischen Division spielen tut. Er hat es sehr, sehr, sehr weit gebracht. Und auch andere Leute werden sich noch erinnern. Mike Coffin, der hier einmal, sag jetzt einmal, Spieler war bei den Starwings vor langer, langer Zeit. Ist ja mittlerweile seit Jahren in Österreich und hat dort schon x-mal die österreichische Meisterschaft gewonnen als Trainer. Und er ist auch dort sehr engagiert. Und viele haben es hier effektiv weitergebracht. Einige mögen sich erinnern an Jared McCurry, der zu Zeiten von der, ich sage jetzt mal, von 2004 bis 2008 auch bei den Starwings der Werfer schlecht hingesehen. Wenn man ihn nicht verteidigt hat, hat er 3 Punkte gemacht. Er ist mittlerweile Coach an einer Highschool. Das gleiche zählt für den Ray Henderson. Und es haben alle ihre Karrieren weiterverfolgt, mit dem Älterwerden natürlich in anderen Funktionen. Aber der Chris Jones ist jetzt wirklich der Basketballspieler, der bis jetzt das am weitesten gebracht hat. Im Übrigen ist er auch lang auf dem Radar gesehen von einer NBA-Mannschaft. Das ist Aussage von Agenten. Und jetzt hier auch wieder ein Fehlpass. Hier gibt es jetzt hier werden jetzt die Schiedsrichter sehr aggressiv, wenn man sie kritisiert auf dem Feld. Verteilen technische Foul. Aber ich würde mir mal Gedanken machen, ob vielleicht die Reaktion vom Trainer nicht berechtigt gesehen oder vielleicht einmal anstatt mit dem technischen Foul zu reagieren, einmal angehen und sich überlegen, hey, ist es wirklich nicht so gewesen? Und dann kommst du den Trainer verwarnt schon und sagst, los, das nächste Mal sagt man doch das unter 4 Augen. Technisch Foul gegen Bank, Trainer, das geht nur ein Freiwurf und dann geht das Spiel weiter dort, wo es unterbrochen worden ist. Es ist natürlich so eingetroffen, wenn ich gesagt habe, vierter Viertel, die Luft geht aus, die Trefferquote sinkt, die Aggressivität ist besser. Da haben wir einen guten Rebound. Da haben wir jetzt einen schlechten Pass von Büssener, der hier einiges noch lernen muss. Und wieder 2 Punkte. Und das Schreien und das technische Foul von Pascal Heiner hat nicht viel gebracht. Und der schlechte Pass vom Platone, jetzt wäre es vielleicht an der Zeit, da am Ende zu setzen. Der Platone ist jetzt lang draußen gewesen, aber sein 3-Punkt-Versuch, obwohl er eine Autobahn für einen Korbleger vor sich hatte, ist nicht unbedingt optimal gewesen. Die Starwings sind jetzt dann die obligaten 20 Punkte im Rückstand, haben 82 Punkte gekriegt, das ist übrigens gar nicht so viel. Heute ist eher das Problem, dass sie nur 64 gemacht haben. Und jetzt haben sie nochmal eine Dreier kassiert. So kann es natürlich schlagartig ändern. Seit der Reklamation von Pascal Heines hat es jetzt prompt etwa 10 Punkte in Serie gegeben.
Wenn man die Statistik anschaut, hat sich natürlich die Prozentzahl von den 3 Punkten massiv sagen jetzt einmal, reduziert auf 37% Trefferquote. Was aber noch bedenklicher ist, sind natürlich Freiwürfe. Vor allem hat man gar nicht so viel. Man war dreimal an der Freiwurflinie gesehen. Auf der anderen Seite hat Massagno 20 Freiwürfe zugesprochen gekriegt. Sie haben aber 40% nur bei der Trefferquote. Das sind 8 von 20. Das ist, sagen wir mal, für eine Mannschaft von dieser Qualität auch. Wir brauchen jetzt das Wort ein bisschen despektieren. Unterirdisch schlecht. Also alles, was unter 80% bei den Freiwürfen ist, ist wirklich ungenügend. Da läuft jetzt der Roller in Anders rein. Und das technische Foul wird, obwohl jetzt der andere reklamiert von Massagno, nicht ausgleichend behandelt, weil auch er jetzt ein technisches Foul verdient hat fürs Reklamieren. Also wenn man den Maßstab vom Reklamieren bestraft, sofort mit Technik. Administrativer Foul, dann sollte man natürlich das auf beiden Seiten plus minus ähnlich machen. Und der Steinemann ist ein Spieler, den man nicht allein an der 3-Punkt-Linie lassen sollte. Das weiß man. Florian Steinemann hat Dein Mann hat 50% Trefferquote bei den Dreier. Durch jetzt den Wurf, den er reingemacht hat, 3 von 5, ist er bei einer Trefferquote von 60%. Also würde ich hier natürlich beim Studium von der Statistik dringend empfehlen, den Steinmann nicht an der 3-Punkt-Linie allein zu lassen. Meine Damen und Herren, wie ich vorher gesagt habe, haben wir das nächste Heimspiel von den Star Wings, das zweitletzte von dieser Saison übrigens, am 16. März hier in der Sporthalle Biersfeld. Am 12. spielen die BBU Basel Basket United U18 gegen den BC Divaz. Anschließend um 14.30 Uhr spielt der BC Bären in der Nazi B gegen den BC Winterthur. Und am 17.30 Uhr hier spielt Star Wings gegen Puy Lausanne. Und das wäre es dann langsam gesehen. Ende März ist fertig mit der Star Wings Meisterschaft in der SBL League. Es reicht nicht für Playoffs. Ich selber tue mich gleich verabschieden, weil ich noch eine Aufgabe übernommen habe heute. Ich muss noch eine Preisverteilung machen. Und dann wird hier hier wird dann gleich Feuer oben sein, hier in der Sporthalle Biersfeld. Ich danke Ihnen auf Regio TV Plus und auf dem YouTube-Kanal von Swiss Basketball fürs Zuschauen, Zuhören. Genießen Sie die letzten 3,5 Minuten noch. Hoffen wir, dass es nicht noch schlimmer wird. Minus 24 sind es. Starwings-Werte hier vermutlich dann schon noch auf 100 Punkte kommen. Leider. Man muss sagen, das ist, hat lang, wie in x anderen Spielen vorher, seitens von den Star Wings immer sehr, sehr gut ausgesehen. Sie sind immer noch dran gewesen. Sie haben im Gap gegen Genf auswärts 2 Minuten Verschluss sogar 91 zu 91
gehabt. Sie waren sogar in Führung gewesen, sie haben dann verloren. Es ist einfach ein Wurm drin. Es fehlt an Größe. Und Florian Steinmann, wie gesagt, ist ein exzellenter Spieler. Und der Platon Paschkewitsch reduziert den Rückstand auf 24 Punkte. Einmal mehr 97. Ich wünschte mir doch, es hätte mal ein Match gegeben. Da pfeift er jetzt erst, wo der Ball nicht rein ist. Es war eine komische Sache gewesen, was jetzt hier gelaufen ist. Wie gesagt, ich tue mich verabschieden. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Rest von dieser Woche. Und wir sehen uns und hören uns wieder am 16. März von diesem Jahr. Und ich wünsche Ihnen noch alles Gute.
was building on a lecture. Verses coming daily under pressure. Working on the plot and the scheme. The true style trademark is at the edge of your dreams. I'm talking one.